Ja, hallo, mein Name ist Ulrike Reinhardt. Ich bin ja, Netzwerkerin, würde ich mal sagen. Ein bisschen Digital Nomad und auch Mitinitiatorin der Reboot Deutschland, die am 22. September hier in Berlin in der Homebase stattfinden wird. Worum geht es bei Reboot Deutschland? Meine Intention mit der Reboot Deutschland ist es eigentlich, diese Offline-Welt mit der Online-Welt zusammenzubringen, einfach mal zu diskutieren, was denn über eine reine Bespielung dieser Internetkanäle, wie wir es jetzt gerade im Wahlkampf erleben, hinaus, denn die Online-Welt wirklich der Politik zu bieten hat. Ich würde gerne Brücken bauen zwischen diesen netzaffinen Menschen und den Politikern, damit so Sachen, wie es jetzt gerade mit diesem Gesetzesentwurf Zensur Solar, damit so Sachen einfach nicht mehr passieren. Wer kommt zu Reboot Deutschland? Also wir haben jetzt hin und her überlegt, wie wir das machen werden, haben uns dazu entschlossen, dass es so eine By-Invitation-Only-Veranstaltung ist. Wir wollen also ganz bewusst 40, 50 Leute dahin bringen, die in irgendeiner Form unser Gedankengut teilen. Ich mache das mit dem Martin Lindner zusammen. Und wir wollen wirklich anhand von ganz konkreten Themen, die wir im Moment noch erarbeiten, in einer Gruppe von 5 bis 8 Leuten, wollen wir Positionspapiere erarbeiten und die dann wirklich auch in Richtung Politik tragen. Und was ist das Ziel dieser Positionspapiere? Das Ziel ist wirklich, dass wir diesen Dialog anregen mit den Offlinern, nenne ich sie jetzt mal, den Entscheidern in der Politik. Wir hoffen, dass ein paar, trotz des leicht ungeschickten Datums, kurz vor der Bundestagswahl, dass ein paar da sein werden. Das haben auch schon einige zugesagt. Wir haben Medienvertreter da, wahrscheinlich auch vom ZDF, werden Leute da sein. Und über diese Kanäle wollen wir dann wirklich auch mit diesem YouTube-Channel, für das das Video jetzt hier ist, wirklich versuchen, diesen Dialog irgendwie in Gang zu setzen und diese Brücken zu bauen. Also es soll ein Startschuss sein für eine Bewegung, die dann hoffentlich im Netz und auch in anderen Medien weiterlebt.